glaube, wir fangen einfach mal an. Sucht euch einfach noch kurz einen Platz. So, ich würde jetzt gerne anfangen. Kommt ein bisschen zur Ruhe, bitte. Danke. Also, wir haben gerade beschlossen, dass wir das so ein bisschen umstellen, einfach eher so ein bisschen nochmal praktische Grundsatzdinge zu Wahlkampf bringen. Es gab vor 2 Jahren auf der Marina vom Kungler einen, wie ich fand, sehr, sehr guten Vortrag. Und weil sehr viele Leute neu da sind, haben wir beschlossen, den halten wir jetzt einfach nochmal, auch wenn der Kungler nicht da ist. Also so vieles davon ist natürlich, wir haben die vorhin jetzt auch nicht aktualisiert, es geht einfach um die wesentlichen Sachen. Bei diesen Wahlkampfsachen gibt es viele Dinge, wo jeder andere Erfahrungen macht. Ja? Jedes Gebiet, Stadt, Land, jedes Bundesland ist wieder ein bisschen anders. Das, was in der einen Gegend auf einmal ganz toll funktioniert, funktioniert in der anderen Gegend ganz schlecht. Und es gibt dann nicht die eine Wahrheit, die alle glücklich macht. Das muss man so ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Und ich hoffe, dass wir auch noch dazu kommen, diese Unterschiede nachher noch so ein bisschen auszudiskutieren. Ich werde einfach versuchen, möglichst zügig durch diesen Vortrag zu gehen, damit wir dann lieber noch ein bisschen Zeit haben fürs freie Sprechen. Aber ich fand, da sind ein paar Sachen drin, die recht eindrucksvoll sind. Ja, wie gesagt, das war halt nach dem Niedersachsen-Vortrag, Wahlkampf, und Kungler hatte das halt ganz toll vorbereitet. Wichtige Sache ist, keep it simple, stupid. Nichts überfrachten, die Sachen einfach halten. Aufs Wesentliche konzentrieren. Und wir neigen auch gerne dazu, uns zu verzetteln, zu viel Inhalt reinpacken zu wollen und Ähnliches. Ganz schlimm ist es, wenn auf einmal Wahlplakate zum Rätselraten animieren oder irgendwelche intellektuellen Spielchen beinhalten. Das versteht der Großteil der Bürger einfach nicht. Ja? Dann gibt es noch ein paar Basics, die aber leider Gottes immer wieder gerne ignoriert werden. Komme ich gleich auch noch dazu. Und wie gesagt, auch ganz wichtig, keine Vorkenntnisse erwarten bei den anderen Leuten. Wir befinden uns in unserer Blase. Wir beschäftigen uns mit Politik. Das heißt, wir haben ein ganz anderes Hintergrundwissen über Ereignisse, über wie man Dinge macht und Ähnliches, als der normale Bürger, der einfach arbeiten geht und sagt, Politik heißt für mich alle 4 Jahre ein Kreuz machen. Und das sollte man immer im Kopf behalten, dass wenn wir mit den Menschen reden wollen, dann müssen wir eine Kommunikationsebene
schaffen, dass sie uns verstehen. Ja, wir müssen sie abholen. Wir können nicht einfach sagen, ja, das ist so und so und wie neulich in der Zeit stand. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Bürger diese Artikel gelesen hat oder ähnliches. Nur so als Beispiel. Okay, das war damals, er war ein bisschen stinkig, weil seine Erfahrungen halt häufig dann auch immer und immer wieder falsch gemacht wurden. Da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen. So, also nochmal zum auf Wesentliche konzentrieren. FPP, Flyer, Plakate, Presse. Ja, ich weiß, es gibt viele Punkte, wo der eine oder andere sagt, sehe ich völlig anders. Wir hatten eben die Baden-Württemberger hier, die haben gesagt, vergesst Plakate. Komme ich auch gleich nochmal dazu. Ich sehe das anders, aus bestimmten Gründen. Aber muss jeder selber wissen. Ja? Diese Sache mit den Direktkandidaten komme ich auch gleich nochmal dazu. Direktkandidaten haben natürlich den Charme, dass man wahrscheinlich auf dem Wahlzettel deutlich besser wahrgenommen wird und dass es dann auch zu mehr Stimmen kommt. Andererseits, wenn man sich natürlich irgendwelche Leute da reinzieht, die man gar nicht kennt, die dann irgendwie durch rassistische oder rechtsradikale Äußerungen auffallen, dann war es vielleicht schlauer, einfach mal jemanden auch nicht zu besetzen. Also von daher vielleicht lieber zweimal gucken und vielleicht lieber dann irgendwo auch mal die Direktkandidaten nicht aufstellen, wenn man nicht sicher sein kann, dass der nicht auf einmal ein neues Geld verursacht. Ja. Was ich auch wichtig finde, also ganz einfach mal, alles, was ich hier sage, ist meine persönliche Meinung. Und das meiste davon werde ich weder notariell noch wissenschaftlich irgendwie beweisen. Ja, nehmt einfach von dem mit, was ihr für plausibel und für vernünftig haltet. Und über den Rest können wir nachher noch einfach dann auch zwiegespräche diskutieren. Aber ich will das jetzt nicht jedes Mal einfach extra nochmal dazu sagen. Was auch gut ist, ein Allgemeinflyer, ein Ansprechpartner. Das ist häufig bei uns zu zerfleddert. Da haben wir dann einen Infostand mit 15 Flyern und dann werden die Leute vollgepackt, wie in schlimmsten CeBIT-Zeiten, man nannte sie da Beutelratten. Ja, die Leute gucken einen konsterniert an und sagen, oh mein Gott, ich will das doch gar nicht lesen. Aber wenn man nur einen einzigen Flyer hat und den hinhält, so am besten irgendwas, was man so in einer Minute lesen kann oder noch weniger. Das ist was, wo die Leute zugreifen, wo sie einmal aufschlagen. Wenn sie Interesse haben, kommen sie nochmal wieder. Wenn sie ein spezielles Anliegen haben, kommen sie zum Infostand und sagen, habt ihr was über Drogenpolitik? Habt ihr was zur Bildungspolitik? Dafür sind diese Themen ja großartig. Aber nicht damit flächendeckend die Leute befleiern. Da lieber einen zentralen Flyer haben, meinetwegen
Landtagswahlkampf 2014 XY, wo dann die wesentlichen Sachen drin sind. Oder ein Bundesflyer, ein Universalflyer. Ja, Kaperbriefe gehen auch gut. Ne? Oder Kompass. Das ist. Ja. Ne? Also, das ist aber auch überall anders. Der eine schafft es eher, Flyer zu verteilen, der nächste verteilt eher Kompass. Das kann man nicht sagen, es gibt nur den einen Weg. Probiert es aus. Das ist jeder ist anders. Na? Ressourceneffizient nutzen. Ja, ein Pressebericht, da steht es, ne? Erreicht mehr Wähler als 10 Infostände. Ich glaube, die ein bisschen länger dabei sind, wissen, welche Macht ein Presseecho hat. Und wenn in der Presse was drinsteht, kommen die Leute teilweise von alleine. Wenn was Schlechtes drinsteht, kriegt man es ja auch mit. Aber da muss man mit verdammt vielen Infostunden gegen anarbeiten, um sowas wieder wegzukriegen. Das Gleiche mit Infoständen. Also ich habe häufig genug Infostände erlebt, wo dann so klassisch der Infostand erstmal als Barriere zum Bürger aufgebaut wurde, mit möglichst vielen Flyern drauf. Und dann gab es so 5 bis 6 Piraten, die sich am besten mit Rücken zum Bürger in ihrer Runde zum Gruppenflausch und Gespräch getroffen haben. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Ja, also wenn ihr Infostand macht, am besten einfach vor dem Stand sein, weil wir wollen ja keine Barriere zum Bürger haben. Auf die Leute einfach zugehen, man muss ja nicht aufdringlich sein. Also ich persönlich habe relativ gute Erfahrungen gemacht, einfach einen Stapel Flyer nehmen und den Leuten ihn hinzuhalten. Nicht zu sagen, wollen Sie wählen oder sowas. Es gibt viele, die einfach, auch wenn man sie nicht anspricht, zugreifen. Aber einfach ihn freundlich hinhalten, lächeln und dann gibt es genug, die ihn mitnehmen. Und die ihn mitnehmen, sind ja die dann vielleicht doch mal reingucken. Die sowieso nicht reingucken, nehmen gar nicht erst einen mit. Das ist wieder ressourceneffizient. Auch Plakate auf dem Land. Ich weiß, gerade in den Flächenländern, ich komme aus Niedersachsen, da kennen wir das Problem. Es ist ganz furchtbar mühselig. Aber es lohnt sich tendenziell, sich die Mühe zu machen, aufs Land raufzufahren. Zum einen, gerade in den kleinen Dörfern, wenn man da nur an der Bushaltestelle ein einziges Plakat hat, ja, es ist da, Tag für Tag, Stunde für Stunde, solange wie man plakatieren darf. Die Leute fahren dran vorbei. Und man zeigt einfach Präsenz. Das geht zum großen Teil auch unterbewusst. Ja? Von daher stimme ich dem also auch absolut zu, bevor ich eine Stunde Infostand oder so mache, hänge ich lieber irgendwo 5, 6 Plakate auf dem Dorf auf. Meiner Einschätzung nach bringt das mehr. Einfach weil wir auch das Problem haben, Präsenz zu zeigen. Wenn überall mal wieder ein Plakat auftaucht,
Plakate haben einen ganz großen Charme. Plakate sind das einzige Werbemittel, dem sich keiner entziehen kann. Ob er will oder nicht. Wenn da ein bunter Klecks in der Landschaft ist, das Auge bleibt hängen. Ob ich das will oder nicht. Bis ich entscheide, das will ich gar nicht lesen, habe ich es schon gelesen. Und unterbewusst ist es immer wieder, ach, da mal wieder Piraten, ach, da mal wieder Piraten, ach, da mal. Und es ist einfach so das Gefühl, ach ja, die sind ja da. Und das ist ein Teil, der, glaube ich, gerade in der jetzigen Situation relativ wichtig ist. Dieses Gefühl der Bevölkerung, die gibt es noch, die sind da. Das heißt, ich muss sie auch hier und da mal sehen. Deswegen bin ich ein ganz, ganz großer Fan von Plakaten. Ja, das ist so ein piratiges Ding. Wir haben alle Unmengen an Ideen und ich weiß noch, epische Schlachten zu Bundestagsplakaten mit Slogans und was nicht alles. Lieber weniger und das vernünftig, als vor lauter Kreativität verzetteln. Auch wichtig, ein Koordinator. Und zwar, viele haben das auch teilweise falsch verstanden. Der Koordinator ist die Drehscheibe für Informationen. Das ist nicht derjenige, der groß rausgeht und plakatiert. Das ist nicht derjenige, der alle Infostände fährt, aufbaut, abbaut und so weiter. Das ist im Prinzip jemand, bei dem alle Informationen zusammenlaufen, wie so ein Karussell, wie so ein Buffet der Informationen. Ja. Wenn ich irgendwas wissen will, zu meinem Wahlkampf, dann brauche ich eine Person, die alle Antworten hat und im Zweifel sagt, frag den, frag den, frag den. Aber es ist sehr aufreibend, wenn ich fünf Leute anrufe und jeder sagt, ja, bin ich nicht zuständig, aber frag mal den. Ja, Kreisverkehr, das bringt nichts. Dann lieber einen, der nur weiß, wer wo zuständig ist und das vernünftig machen. Na? Ja, also wie gesagt, wenn es mal ganz schief geht, dann macht man auch mal was selber. Auch wichtig, die Delegieren. Der Wahlkampfkoordinator ist Koordinator. Der arbeitet nicht selber. Nicht im klassischen Sinne. Der delegiert. Und aus Erfahrung wissen wir gerade bei Piraten, das ist alles ehrenamtlich. Es gibt immer Leute, die dann auch mal ausfallen, ohne dass das jetzt böse gemeint ist. Wenn Leute nicht funktionieren, austauschen, jemand anders nehmen. Das ist nett und freundlich, das muss man nicht böse machen, aber es bringt nichts, dass irgendjemand sich Beauftragter oder was weiß ich, Unterwahlkampfmanager für Tralala schimpft, nichts tut, nicht da ist, nicht erreichbar ist. Ja, dann muss man einfach sagen, sorry, es funktioniert nicht, wir müssen jemand anders nehmen. Weil es geht um das Ziel. Das Ziel ist Kreuze auf dem Wahlzettel. Das Ziel ist, dass diese Partei wichtig ist und als wichtig wahrgenommen wird. Und nicht, dass irgendjemand
jemand sagt, ich habe einen tollen Posten. Da können wir uns nichts von kaufen. Lieber einer, der es kann, als ein Team. Ihr wisst, wofür Team steht? Toll, ein anderer macht's. Genau. Deswegen klare Zuständigkeiten. Wenn der das an jemand anders weitergibt und es funktioniert nicht, ist er trotzdem dran, weil er ist dafür verantwortlich, dass es klappt. Weil dann klappt es auch meistens. Wie gesagt, das mit den Direktkandidaten sehe ich inzwischen nicht mehr ganz so. Was klasse ist, also auch gerade um also Unterstützerunterschriften zu sammeln, sind halt so Events wie verkaufsoffener Sonntag oder Dorffest. Die Leute kommen hin in ihrer Freizeit. Die sind meistens offener, eine Minute zuzuhören oder die wollen ja unterhalten werden. Das ist ein Dorffest, das ist ein Bummelsonntag. Die haben keinen Stress. Wenn ich das samstags in einer Fußgängerzone kurz vor Weihnachten mache, da sind die Leute gestresst und haben überhaupt keinen Bock mehr zuzuhören. Also wenn ich sowas mache, habe ich einfach eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass Leute auch bereit sind, mal stehen zu bleiben. Wie gesagt, in Niedersachsen hatte Kungler dann ermittelt, haben wir im Schnitt ein halbes Prozent mehr gekriegt an Zweitstimmen, da wo wir Kandidaten für Erststimmen hatten. Lustige Sache, erstaunlicherweise haben wir an etlichen Bereichen mehr Erst- als Zweitstimmen gekriegt. Das heißt, ein erheblicher Teil der Bürger ist sich nicht darüber bewusst, dass die zweite Stimme die wichtige ist. Deswegen fand ich auch zum Beispiel die Kampagne in Thüringen total klasse. Schönes Symbol. Zweitstimme Piraten. Weil für uns ist das völlig klar. Das ist wieder unsere Blase. Für uns, wir machen das beständig. Für uns ist es klar, Zweitstimme ist wichtig. Aber für einen Großteil der Bürger ist das nicht klar. Und von der Erststimme, ja, das hilft uns meistens nicht viel. Ganz anders, die Erststimme hat einen Symbolcharakter, die Zweitstimme ist den Leuten sehr bewusst, dass die wichtig ist. Okay. Mag sein. Denkt euch einfach, wie ihr es wollt. Es gibt da zwei Positionen, da werden wir jetzt, ne? Ich denke einfach, es gibt immer noch ganz viele, die nicht wissen, dass die Zweitstimme wichtig ist. Aber es wird auch ohne Frage genug geben, die taktisch wählen, die sagen, naja, Erststimme mache ich mal Piraten, aber Zweitstimme muss unbedingt was Richtiges werden. Wäre schön, wenn wir das drehen können.
es ist gut, möglichst früh zu plakatieren. Ich habe es in 2 Wahlkämpfen erlebt, dass dann die Plakate auf einmal noch 4 Tage vorm Wahltag und teilweise am Freitag vor der Wahl aufgehängt wurden. Das ist im Prinzip Zeitverschwendung. Es ist zwar schön, wenn die Plakate da sind, aber wenn ihr sowas macht, am besten vorher schon die Leute quasi, schreibt euch in den Terminkalender, ab da und da dürfen wir plakatieren, nehmt euch vielleicht einen Tag Urlaub oder wir fangen, was weiß ich, Sonntagabend 22 Uhr an oder wann auch immer, ab wann plakatiert werden darf, dass die Leute sich das schon gleich 3 Monate vorher in den Terminkalender reinschreiben, dass der Termin gebucht ist, dass sie wissen, an dem Abend hänge ich Plakate auf. Weil dann hängen die Plakate 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen und funktionieren jeden Tag. Ja? Von Bergen an Plakaten, die irgendwo im Keller verschimmeln, weil sie nicht mehr aufgehängt wurden oder weil sie 2 Tage vorher aufgehängt wurden. Das ist Blödsinn. Also besser wirklich auch in den KVs frühzeitig eine Minimalplanung machen, sagen, wer will mit aufhängen, bitte dann und dann treffen wir uns und dann fangen wir an. Und da auch wirklich, dass die Leute das in Kalender reinschreiben und nicht nur, ja, man müsste und mal sehen und weiß ich nicht. Die kann man immer noch sehen. Wenn die dann Zeit haben, zusätzlich nice to have, aber möglichst viele wirklich verbindlich verhaften, dass sie dann auch helfen. Ne? Mit den Dörfern habe ich eben schon angesprochen. Erkennbarkeit hatten wir eben in dem anderen Slot schon. Ne? Wenn man Plakate macht, sollten sie nicht beliebig sein, sondern man sollte gleich erkennen, das sind Piratenplakate und nicht irgendwer. Eigene Aktionen sind auch schön. Gerade so im lokalen Bereich hat man dann häufig die Chance, auch in eine lokale Presse reinzukommen. Ja. Wir sind momentan noch ein bisschen dabei zu sammeln, so eine Art Aktionspool, weil es ist klar, was in Bremen gut funktioniert, kann in Nürnberg auch gut funktionieren. Und eine schöne Idee, die die Leute in Augsburg haben, kann vielleicht auch in Hamburg nochmal kopiert werden. Man muss sich ja nicht alles komplett selber ausdenken. Ja, es gibt viele tolle piratige Aktionen. Kopiert doch. Auch hier wieder sichtbar sein. Infostände halt so, dass man sie sieht. Es ist wieder dieses Präsent sein. Ah ja, die sind da. Ah ja, da sind Piraten. Und der Infostand wirkt nicht nur, weil ihr Flyer verteilt oder weil ihr da steht. Er wirkt unter anderem auch, weil Hunderte vorbeigehen und nur aus dem Augenwinkel wahrnehmen, ach ja, da ist irgendwas mit Piraten. Ach ja, die gibt es noch. Auch wenn die gar nicht bewusst drüber nachdenken. Ne? So, hier hat Kungler eine wunderschöne Sache gemacht. Machen wir doch erstmal den Teil, der Spaß
macht. Okay. Wahlplakate, wie gesagt, das einzige Ding, was alle Bürger erreicht, weil sie nicht weggucken können, ob sie wollen oder nicht. Ne? Klar, Journalisten nehmen das genauso wahr. Oh ja, die sind ja auch da. Mir ist klar, dass wir nicht die Power haben, so zu plakatieren wie irgendeine von den drei Buchstabenparteien. Aber wir sind ja auch die Piraten und keine drei Buchstabenpartei. Wir müssen mit unseren Mitteln halt klarkommen. Aber auch wenig ist besser als nichts. Ich höre dann häufig irgendwelche Sachen, die dann in Perfektionismus abdriften. Und am Ende passiert gar nichts, weil man es nicht erreichen kann, weil es unrealistisch war. Also mir sind lieber 10 Plakate, die gehängt sind, als gar kein Plakat. Ja, das ist, wenn man halt nur 3 Plakate hängen kann, dann hängt man eben nur 3 Plakate. Aber das sind 3 Plakate, die hängen. Gut, also zu dem Einfluss auf Wahlergebnisse habe ich jetzt nichts, womit ich es beweisen kann. Ich halte es aber auch für relativ plausibel. Und womit wir wieder beim Image sind, die Dinger wirken unterbewusst. Mit Plakaten kann man nicht diskutieren. Das ist eine ganz klare Kommunikation in eine Richtung. Lies oder stirb. Aber du kannst mit Plakaten nicht diskutieren. Von daher, die Botschaft kommt an. Die Leute können darüber nachdenken. Sie können sie mögen oder nicht. Aber wenn sie darüber nachdenken, beschäftigen sie sich mit uns. Und meistens führt das langfristig im Gehirn auch zu einem positiven Image. Das ist also auch psychologisch erwiesen. Wenn man Sachen im Langzeitgedächtnis hat, nimmt man sie tendenziell immer als positiv wahr, obwohl man sie ursprünglich vielleicht total blöd fand. Manch einer mag es aus der Musik kennen, dass man irgendeinen Ohrwurm hatte, den man früher furchtbar blöd fand. Und wenn man ihn dann irgendwann hört, dann ist es so, ah ja, den kenne ich ja, finde ich gut. Und dann so, ach, das war eigentlich das Lied, das ich voll doof fand. Aber so sind Menschen, es ist halt so. Die alte Regel, Köder müssen nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Da haben wir viel Luft nach oben. Wir machen nicht Plakate, damit wir unsere Plakate toll finden. Wir machen Plakate und Wahlkampf, damit Wähler Kreuz machen bei uns. Und das heißt, wir müssen die Sprache und die Wege nehmen, die der Wähler möchte. Dass wir uns toll finden, da brauchen wir keine Plakate, das wissen wir auch so. Wir müssen die da draußen erreichen. Ja, mein Gott, mal ganz ehrlich, warum gehen wir zur Wahl? Wir wollen 5% haben. Ja, wenn es weniger ist und einen Sitz gibt, ist schön, aber im Normalfall alles unter 5% ist doch langweilig bei einer Landtagswahl. Aber weil wir alles freiwillig machen, muss bei der Gestaltung der Plakate auch ganz klar
sein. Sie sollen zwar den Fischen schmecken, aber der Angler sollte sich nicht davor ekeln, das Ding in die Finger zu nehmen. Das heißt, die Piraten, die das aufhängen sollen, müssen sich auch damit identifizieren können. Sonst funktioniert es auch nicht. Da bin ich völlig bei dir. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es schlau ist, dass irgendwelche Leute im Elfenbeinturm eine Kampagne oder Plakate entwerfen und sagen, so liebe Piraten, jetzt habt ihr. Ich glaube, es gibt da so einen Zwischenweg. Das eine ist, dass man eventuell, es gibt, ich meine mal ganz ehrlich, nicht jeder hat Bock auf Wahlkampf. Also wenn ihr im Landesverband oder so guckt, werdet ihr feststellen, es sind meistens immer dieselben, es ist meistens eine überschaubare Menge von Leuten, die überhaupt Bock haben, damit sich zu beschäftigen. Dann sollen die ein paar Vorschläge machen. Dann fragt man am besten noch mal so ein paar von den Leuten, die da auch, ich sage jetzt mal, sich professionell so mit Kommunikation und so weiter beschäftigen, ob da irgendwo ein Fail drin ist, der ganz böse nach hinten losgeht. Einfach noch mal Kontrolle durch neutrale Leute, die Kampagne so nicht kennen, aber die sich damit auskennen. Und dann fragt eure Basis. Sagt, Mensch, wir haben hier was vorbereitet. Guck mal, Variante 1, Variante 2, Variante 3. Was wollt ihr? Also ich finde das ganz wichtig, gerade weil die Basis die Plakate aufhängen muss, dass die auch eingebunden wird. Und wenn man sie fragt, kriegt man eine Antwort. Und wenn die Basis gesagt hat, wir möchten diese Serie oder diese Serie, dann ist auch die Bereitschaft höher, sie nachher aufzuhängen. Also um Gottes Willen, bitte kein Top-Down im Wahlkampf. Also da, wo man es vermeiden kann, bitte vermeiden. Ich weiß, an manchen Stellen geht es nicht anders. Ne? Ich meine, wir brauchen einen Wahlkampfkoordinator, der einfach da die Finger dann am Drücker hat. Aber die Basis ist unsere Stärke. Ohne Basis geht es gar nicht. Hier mal ein paar schöne alte Plakate von uns. Ja, warum waren die erfolgreich? Was fällt euch auf? Naja, unter anderem, sie sind nicht völlig überfrachtet. Ne? Man kann sie schnell lesen. Man kann sie sogar mit halb zugekniffenen Augen lesen. Sehr, sehr einfach, sehr wenig Worte. Ja, Witz ist manchmal gefährlich, weil das verstehen häufig Leute auch nicht. Man ist da schnell dabei, das zu unterschätzen, aber viele davon, ja, mancher Wortwitz ist auch gut. Das ist immer Fingerspitzengefühl. Na? Na? Und auch die hier, das sind halt reine Textplakate und funktioniert. Machen andere Parteien auch. Ich weiß, es gibt einige, die sagen, wir brauchen mehr Kopfplakate. Ja, bei Direktkandidaten macht das manchmal Sinn. Aber solange wir nicht irgendwelche Leute haben, die regelmäßig durch die Talkshows tingeln, kennt die Köpfe sowieso nicht so wahnsinnig viel. Von daher, ich bin großer Fan, Themen statt Köpfe, lieber einen schönen Spruch, der eingeht, wo die Leute vorbeigehen. Man kann auch mit Fragen arbeiten. Nicht Buff-Aussagen,
sondern einfach mal eine Frage stellen. Zum Beispiel, was weiß ich, heute Mittag hatten wir die Idee, wo sind meine Steuern? Ja, einfach mal den Bürger fragen, dass der Bürger drüber nachdenkt. Ja, was passiert eigentlich mit meinem Geld? Braucht man gar nicht diskutieren. Wenn der Bürger sich selber damit beschäftigt, spart das viel Zeit. Das hier ist zum Beispiel für mich ein Beispiel, wie man es garantiert nicht macht. Also war ein schöner Versuch, war eine nette Idee dahinter, hat leider nicht funktioniert. Also nur eine Anekdote aus meiner Gegend. Im VW-Werk in Wolfsburg wurde noch 6 Wochen nach der Niedersachsenwahl darüber diskutiert, was denn der neue Burger von McDonald's ist. Die haben noch nicht mal begriffen, dass das hier ein Wahlplakat ist. So viel zum Thema, die Bürger abholen und mitnehmen und wir in unserer Blase und die anderen nicht überfordern. Ne? Das hier sind klassische Piratenplakate, die ich relativ gut finde, vor allen Dingen, weil sie ziemlich orange sind. Wie gesagt, ging halt damals auch um Bundestagswahl 13. Man kann schöne Sachen machen. Sieht toll aus, ne? Aber mal ganz ehrlich, das sind PR-Wunschträume. Also solange wir nicht irgendwo einen 7-stelligen Etat haben, wird das relativ dünn in dem Stil solche Plakatwände zu stellen. Wir haben ja mit Jörg Fanschmidt teilweise diese Bauzaunplakate gehabt. Einige haben sie gemacht, einige haben sie nicht gemacht, muss jeder selber wissen. Ich fand die Idee relativ gut, weil für relativ kleines Geld man damit eine Möglichkeit hat, da auch hier und da mal ein Großplakat aufzustellen, weil sowas hier ist richtig teuer. Und das, was Jörg Fanschmidt sich damals ausgedacht hat, war relativ bezahlbar. Zumal man Entschuldigung, ich gehe nochmal wieder zurück. Das hier sind ja Papierplakate, die kannst du nicht wieder verwenden. Die Bauzaunplakate haben den Charme, das sind quasi so Banner gewesen. Die kann man auch noch mal später benutzen. CSD, Truck, prima. Großes Plakat drumherum. Dafür kann man die noch weiter benutzen. Hier seht ihr mal so die Realität und findet ihr die Piratenplakate. Aber im Prinzip sehen sie aus wie alle anderen auch, oder? Wenn du einmal kurz drüber guckst, weißt du nicht sofort, wo es ist. Und jetzt? Wir haben einen riesen Bonus. Wir sind die einzige Partei, die eine Signalfarbe als Parteifarbe hat. Und ehrlich gesagt, ich bin nicht bereit. Das ist meine persönliche Sache. Orange der CDU zu überlassen. Ja? Darüber diskutiere ich auch nicht. Wenn Frau Merkel Werbung für Piraten machen möchte, mit orangen Plakaten, dann finde ich das sehr nett von Ihnen.
wir, und wenn die mit orangen Hüten rumlaufen, aber orange ist ganz klar Piraten. Und bitte fangt nicht an, das in Frage zu stellen, zu diskutieren. Wir sind orange. Und es fällt auf, das ist nämlich das Schöne an der Sache. Jetzt gucken wir mal rauf. Wie gesagt, meistens hast du, also klar, es ist auch mal schwierig. Ein Plakat soll ja alle Leute erreichen. Ein Großteil der Plakate werden erfahrungsgemäß dahin gepackt, wo Autofahrer sie sehen. Ja, es gibt auch Fußgängerzonen, es gibt Radwege, es gibt Bushaltestellen. Bushaltestellen sind natürlich schön, weil die Leute sowieso nichts zu tun haben, also haben sie auch Zeit, Plakate zu lesen. Sie wollen ja unterhalten werden, sie langweilen sich da. Aber das ist nicht der Großteil, wie Plakate funktionieren. Die meisten sind irgendwo so, und das heißt, man muss sie aus dem Augenwinkel in weniger als einer halben Sekunde lesen können. Das ist einfach immer so ein Wert. Wenn du ein Plakat testen willst, guck einmal drauf, guck weg. Wenn du es dann verstanden hast, war es gut. Na, wenn du länger als einen Augenblick brauchst, ist es zu kompliziert. Das ist einfach so ein einfacher Test, womit man das schnell mal checken kann. Ne? Orange. Wobei das Gelb finde ich an der Stelle auch gut. Ne? Aber ihr seht, wie man mit Farben ganz anders agieren kann, als mit diesen dunklen Tönen. Na? Das finde ich auch in diesem Vortrag so schön, dass er so vorbereitet hat, dass man so schön zeigen kann. Nee, hat Gungler gemacht. Da will ich keine Lorbeeren für haben. Das waren nicht meine. Thema Orange habe ich jetzt, glaube ich, erschöpfend erzählt. Wichtig halt auch, dass der Text kontrastreich ist. Vieles, was im Design schön gemacht wird, mit fließenden Farben und so weiter, führt dazu, dass der Kontrast aber reduziert wird. Mit dem Ergebnis, dass die Leute eben nicht mehr mit einem Wimpernschlag das Plakat lesen können, sonst hätten sie genau hingucken müssen. Was steht da jetzt genau? Ja, so blau in blau ist eine ganz blöde Mischung. Was meinst du mit umgekehrt? Mikro? Achso, ja. Oder umgekehrt, weil du da stehen hast, schwarz auf weiß. Oder umgekehrt, das ist halt invers, weiß auf schwarz. Das ist aber schwerer zu lesen. Also wenn es schwarz auf weiß ist, immer vorzuziehen. Also, da stimme ich dir zu. Schwarz auf weiß finde ich auch deutlich besser. Es kann aber manchmal sein, wenn ich ein dunkles Plakat habe. Also zum Beispiel, die Thüringer hatten jetzt eine sehr schwarze Serie, wo sie einfach schwarze Plakate hatten, die quasi einfach durch diese Massivität der Farbe schwarz auch aufgefallen sind. Und da haben sie dann halt eine helle Schrift genommen. Aber prinzipiell bin ich da voll auf deiner Seite. Genau. Großes
Piratenlogo. Wir wollen es ja nicht verstecken, soll jeder erkennen, wer wir sind. Na, wobei das Signet nicht überschätzen. Ein Großteil der Bevölkerung kennt dieses Signet nicht. Das ist, wir kennen es alle ganz klar, aber zum Beispiel Plakate nur mit dem Signet werden schwer funktionieren, weil die Leute dieses Signet nicht automatisch mit "Ich mache mein Kreuz bei der Piratenpartei" verknüpfen. Das machen nur die uns sowieso kennen. Und die uns sowieso kennen, die brauchen meistens keine Plakate, weil entweder wählen sie uns oder sie hassen uns. Aber meistens hoffe ich, dass sie uns wählen. Aber Kinder sind an vielen Stellen viel offener als Erwachsene. Was auch gut ist, wir haben teilweise Wahlkampagnen gehabt mit 17 oder 20 verschiedenen Entwürfen. Das ist zu viel. Also, wenn ihr immer dieselben habt, habt ihr wieder diesen Wiedererkennungseffekt. Das ist so ein bisschen so ein Einbrenneffekt. Der ist nicht zu unterschätzen. Also, ich persönlich finde es eigentlich relativ gut, wenn man zum Beispiel 3 bis 4 Plakate macht, die landesweit identisch sind. Und dann kann man ja immer noch ein bisschen variieren. Ich sag mal, Kopfplakate mit KV-Direktkandidaten. Oder es ist sowieso, wir sind Piraten, wir sind heterogen, wir sind nicht top-down, sondern wir haben eine Basis. Und es wird egal, wo ihr Wahlkampf macht, immer den einen oder anderen KV geben, der sagt, wir finden die Plakate doof, wir machen was Eigenes. Sollen sie machen. Aber es tut ja nicht weh, dann immer abwechselnd quasi neben das Landesplakat noch ein lokales Plakat zu hängen. Aber dann ist die Verbindung auch da. Ja, kurzer Text. Man sagt ja maximal 6 Worte. Gut, teilweise 7 geht wohl auch noch. Aber je kürzer, desto besser. Ah, genau. Auch immer wieder gerne gemacht. Man hat ein schönes Plakat und dann fällt einem auf, dass, wenn das dann gedruckt ist und man die Löcher gestanzt hat und die Kabelbinder durchzieht, leider die ganze Wirkung von dem Plakat etwas in Mitleidenschaft, insbesondere die Lesbarkeit von Text, leidet, weil auf einmal quer ein dicker schwarzer Kabelbinder, so wie ich streiche den Text durch ist. Das, ja, passiert halt, aber deswegen erwähne ich es nochmal, dass man einfach da auch nochmal prüft, bevor man die Dinger in Druck gibt, wie würde das aussehen, wenn ich da die Löcher drin habe und den Kabelbinder dazu. Kabelbinder gibt es übrigens auch in Weiß. Kann manchmal dann auch retten, wenn man es braucht. Ja, zu dem Thema keine Vorkenntnisse. Ne? Beim Durchschnittsbürger sind wir bei
weitem noch nicht so präsent wie bei uns selber. Ich glaube, das ist jedem klar. Und es wird dennoch immer wieder überschätzt. Ganz wichtig, der Deutsche spricht nicht Englisch. Also diese ganzen Anglizismen, die für uns alle normal sind, ist eine Barriere, die ein Großteil der Wähler vor den Kopf stößt. Der Wähler fühlt sich dumm, er fühlt sich zurückgesetzt und bewertet uns negativ. Genau wie Abkürzungen. Ich weiß nicht, wer von euch TTIP-Unterschrift sammeln gegangen ist. Meine Erfahrung war mit TTIP, ja gut, da gab es die wussten Bescheid, die haben gesagt, oh Gott, finde ich schrecklich, wo muss ich unterschreiben? Und bei anderen war es TTIP, lass mich in Frieden, Abkürzung. Wenn man gesagt hat, Freihandelsabkommen, das war ein Begriff, den haben sie verstanden. Das war keine Abkürzung. Da war wieder diese Barriere weg. Es ist, ihr merkt, es ist so leicht, einfach mit den normalen Wörtern, die wir täglich benutzen in unserer Blase, eine Barriere zum normalen Bürger zu schaffen. Und da kann ich nur euch bitten, fragt euch immer wieder oder holt euch neutrale Leute raus. Was weiß ich, die Oma, die Nachbarin, die mit Politik, Piraten nichts am Hut hat. Macht einfach mal einen Testlauf, wie sowas wirkt. Also gerade wenn ihr Plakate habt, zeigt ihr einfach mal fünf Leuten aus eurem Freundeskreis, die mit Piraten nichts am Hut haben und guckt, was sie für ein Feedback geben. Das ist manchmal sehr interessant. Weniger ist mehr, hatte ich auch schon. Genau, ganz schlimm, Ironie und Insiderwitze. Ja? Also 1984 war keine Anleitung. Mag ein tolles Plakat fürs Wohnzimmer sein. Aber bitte nicht für die Straße. Also erstens setzt ihr voraus, dass die Leute wissen, dass es ein Buch gibt, 1984. So, damit habt ihr schon mal 95% der Bevölkerung beseitigt. Die wissen das nicht. Dann müsst ihr von den Restlichen auch noch davon ausgehen, dass sie wissen, worum es in diesem Buch geht. Ja? Also ihr seht, ihr habt mit so einem Plakat ratzfatz den größten Teil der Bevölkerung einfach mal ausgesperrt. Dann könnt ihr euch das Plakat eigentlich auch sparen. Ich bin auch immer wieder erschrocken, wie plump und einfach sowas sein soll, aber es ist leider so. Ich mache die Regeln auch nicht. Ne? Das hatten wir schon. Gut, das mit dem Kanban-System ganz kurz. Wir haben begrenzte Ressourcen und es ist blöd, wenn irgendwo im KV XY Sachen rumliegen, die nicht gebraucht werden und davor sich hin verschimmeln. Im Idealfall fordert immer nur das an, was ihr gerade braucht und auch möglichst zeitnah. Ich weiß, das ist schwierig. Wir haben eine gewisse Logistik. Ich denke auch, wir kommen nicht drum rum, dass wir jetzt immer
was weiß ich, 100 Plakate einzeln bestellen, ist natürlich Quatsch, dann werden die wahnsinnig teuer. Aber es macht schon Sinn, im Normalfall im Landtagswahlkampf zum Beispiel ein zentrales Lager zu haben, wo dann die Großbestellung hingeht. Aber dann fordert als KV doch lieber öfter mal ein paar Flyer ab. Ich meine, ein Postpaket ist im Zweifel auch nicht so wahnsinnig teuer. Das muss man dann immer abwägen. Ich meine, ihr braucht jetzt nicht 10 Flyer bestellen. Das ist Quatsch. Ich meine, wenn ihr diese braucht, dann kann man die Briefumschlag packen. Das ist auch kein Problem. Aber es macht nichts, 10.000 Wahlprogramme sich hinzulegen, von denen dann 500 verteilt werden. Und das sind alles Sachen, die habe ich schon erlebt. Ihr möchtet nicht wissen, wie viele Kisten mit Wahlprogrammen oder speziellen Wahlkompassausgaben oder ähnlichen Sachen, wir über den Papierhimmel entsorgt haben. Und das sind richtig Werte gewesen. Nur weil es hieß, ja, wir müssen ja und dann kriegen wir nicht. Das Aktionen statt reaktive Pressearbeit. Klar, agieren ist immer schöner als reagieren, finde ich. Aber auf die Presse, das ist ein eigenes Kapitel, da will ich jetzt auch gar nichts zu sagen, weil ich bin kein Pressemensch. Da kann vielleicht noch jemand anders irgendwas zu sagen. Aber ich denke, mit Aktionen erreicht ihr Bürger. Mit Presse erreicht man sie auch. Aber es ist nicht ganz einfach, als Reaktion irgendwie die Presse dazu zu bringen, dass sie dann irgendwas im eigenen Sinne schreibt. Wenn es klappt, ist toll. Aber wenn ihr irgendwo eine fetzige Aktion macht und die Leute kriegen das mit, dann habt ihr die Leute erreicht. Dann braucht ihr an der Stelle die Presse nicht mehr. Und gerade bei den Schwierigkeiten, die wir teilweise mit der Presse haben, ist es schön, möglichst viele Sachen zu machen, die auch unabhängig von Presse funktionieren. Wolltest du was sagen, Lutz? Ich wollte, glaube ich, darauf hinweisen, dass der Punkt anders gemeint ist, sondern aktive Pressearbeit und nicht Pressearbeit zu reagieren. Also, dass man nicht Pressemeldungen darauf schreibt, auf irgendwas zu reagieren, sondern zum Agieren, um zu führen, um die eigene Kampagne selbst zu führen und damit die Presse zu füttern, was man eigentlich selber vermitteln will. Ja, kann man auch so interpretieren, klar. Also da will ich jetzt gar keine Deutungshoheit haben. Wobei ich auch erlebt habe, dass also dann wenn ein KV 3 Pressemitteilungen die Woche rausgibt, das wahrscheinlich nicht so wahnsinnige Durchschlagskraft hat, weil irgendwann landet man in Spam-Ordner. Also da ist dann manchmal weniger mehr und ganz wichtig, bitte jede Pressemitteilung nochmal irgendwo von mindestens 4 weiteren Augen lesen lassen. Ich meine, ihr habt das in den meisten Landesverbänden relativ gut organisiert, aber wir haben auch immer wieder irgendwelche KVs, wo dann einer rausspringt und irgendwelche nicht abgestimmten Pressemitteilungen rausschickt. Versucht das euren Leuten klar zu machen, dass wenn was an die Presse geht, bitte da immer nochmal 2 andere Leute drauf gucken. Oder widerspricht mir irgendjemand von den Presseleuten?
Ah ja, das ist auch lustig. Wenn Merkel, Steinbrück und andere in die Stadt kommen, dann habt ihr die Chance, dass ganz, ganz viele politisch interessierte Leute an einem Ort sind. Und die sind durchaus bereit, Flyer zu nehmen. Ein Großteil kriegt gar nicht mit, dass am Eingang das Piratenflyer sind, die ihnen in die Hand gedrückt werden. Das stellen sie erst beim Lesen fest. Und wenn sie rausgehen, kann man sie auch nochmal beflyern. Ist ja nichts Böses. Man steht im öffentlichen Raum und flyert. Wenn die Leute zugreifen, greifen sie zu. Wir haben ja niemanden gezwungen. Und wenn sie erst beim Lesen feststellen, dass es ein Flyer von den Piraten ist, dann haben sie die Hälfte hier schon gelesen, finden es gut und lesen sie vielleicht auch noch weiter. Also das fand ich eine relativ coole Idee. Wobei ich zum Beispiel, was andere vorgeschlagen haben, dann in die Veranstaltung reinzugehen und da rumtrollen, das finde ich zum Beispiel nicht gut. Das finde ich destruktiv. Wir haben eigene gute Ideen. Wir müssen nicht dadurch auffallen, dass wir anderen was kaputt machen. Also das ist aber meine Meinung. Ja, das mit den Erstwählerflyern. Es wurde ja von den Einwohnermeldeämtern geändert, dass die sofern man nicht widerspricht, die Daten verkaufen dürfen. Unter anderem wurden auch die Daten von Erstwählern verkauft und da war halt eine der Ideen, dass man quasi die Daten der Erstwähler kauft und denen quasi einen Flyer schickt mit dem Hinweis, dass sie verkauft wurden. Um sie halt darauf aufmerksam zu machen, dass wenn sie nicht widersprechen, jeder ihre Daten kaufen kann. Inwieweit das erfolgreich war, weiß ich nicht. Die Idee fand ich schön, aber ich fürchte auch, dass sie sehr teuer ist. Ja, aber wir haben im letzten Bundestagswahlkampf genau das gemacht. Wir hatten nicht genug Geld, um das flächendeckend zu machen. In meinem Wahlkreis, wo ich direkt Kandidat war, sondern wir haben es tatsächlich nur ungefähr bei einem Drittel geschafft und das Ergebnis war tatsächlich signifikant ein spürbar anderes Ergebnis bei der Wahl. Also es bewirkt tatsächlich etwas. Und wir tun damit ja nichts Böses, sondern wir weisen die Leute darauf hin, dass ihre Daten nach wie vor verkauft werden. Also das hat ja einen Effekt. Und wir haben Postkarten verschickt, sodass die Leute auch nicht nur die Empfänger selber das lesen konnten, sondern auch die Eltern, da werden Daten verkauft. Ups. Also man kann es nutzen. Und ich fand es positiv. Ja, freut mich, dass ich da auch mal so eine Rückmeldung habe. Dann habe ich es abgespeichert. Na, also es funktioniert. Ich würde ganz kurz auch was dazu sagen, Reichweite. Es gibt immer wieder so Versuche. So ein Klassiker ist, wir haben einen Bezirk plakatiert und da haben wir weniger Stimmen als ein Dorf weiter, wo wir gar nicht plakatiert haben. Das ist in meinen Augen nicht aussagekräftig, weil Plakate wirken überregional. Die Leute fahren ja mit dem Auto durch 5 Dörfer durch. Ja? Das heißt, ich weiß ja, ich erreiche ja nicht nur die Leute, die in dem Dorf sind, sondern ich erreiche auch alle, die durchfahren. Von daher finde ich solche Vergleiche
relativ schlecht, weil ich ja nicht zuordnen kann. Eine andere Sache, was zum Beispiel die Koblenzer gerne gemacht haben, was ich total klasse fand, die haben Briefkästen geflyert. Das finde ich sehr aussagekräftig, weil ich weiß genau, in dem Stadtviertel habe ich die Briefkästen beflyert. Und in dem anderen Stadtviertel habe ich es nicht gemacht. Da habe ich halt nicht diese Transfergeschichte von Leuten, die durch die Gegend fahren. Und Jürgen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war auch signifikant messbar, dass es erfolgreich ist. Magst du da mal kurz? Kann ich ganz kurz was zu sagen? Also wo wir wirklich flächendeckend geflyert haben, dort waren stellenweise zwischen 3% und 4% mehr. Man will es nicht glauben. Wir haben, aber ich muss auch dazu sagen, wir haben auch in sozial schwächeren Stadtteilen geflyert. So ungern, dass vielleicht ein paar Piraten hören, aber dort war es wesentlich höher, als wenn wir in einem Stadtteil geflyert haben, wo also, ich will nicht Oberschicht sagen, aber wo Leute waren, die mit einem höheren Einkommen waren. Ich habe das ja mal komplett analysiert, wo die Piraten gewählt werden. Und dieses Briefkastenflyern war also optimal, würde ich jederzeit wieder machen. Hallo. Die Erfahrung, die haben wir ja auch gemacht, wobei das ein bisschen gefährlich ist, dieser Rückschluss, denn so wie du sagst, wir haben auch geguckt, wir können nicht flächendeckend, insbesondere bei uns, das ist eine Stadt, aber die besteht halt aus 7 Dörfern, möchte ich es mal nennen, Stadtteilen, können wir auch nicht flächendeckend flyern, insbesondere nicht, wenn du dann Grundstücke hast, wo du 2 Briefkästen pro 300 Meter Grundstücksgrenze hast oder so. Das ist ein bisschen schwierig. Dann sucht man sich natürlich die aus, wo man in kurzer Zeit viele Flyer los wird. Das sind dann aber auch die Gegenden, wo man sowieso schon mehr Stimmen bekommen hat, auch wenn man nicht flyert. Trotzdem würde ich das auch unterstützen. Wir haben das auch gesehen. Ich bin auch der Meinung, dass das viel gebracht hat. Und insbesondere bringt das was, wenn du dir so pfiffige Aktionen ausdenkst. Das habt ihr vielleicht mitbekommen mit den aufgerissenen Briefumschlägen. Sie wundern sich, dass ihre Post geöffnet wurde. Wir wundern uns auch über geöffnete E-Mails. Kam wirklich super gut an. Da konnte man wirklich sehen, was das bringt. Nur wir haben auch die personellen Ressourcen einfach nicht gehabt, das Flächendenken zu machen. Also man muss schon pointiert irgendwo hingehen. Ja, schönes Beispiel. Man sieht wieder, ein Bild sagt manchmal mehr als viele Worte. Der aufgerissene Briefumschlag ist ein No-Go in unserer Gesellschaft. Das ist etwas, womit du sofort
emotionalisierst, Aufmerksamkeit hast, ohne dass du auch nur ein Wort geschrieben hast. Und die Leute sind bereit, reinzugucken. Finde ich eine ganz tolle Aktion. Mitgliedermotivation oder sagen wir mal Manpower. Wir haben eigentlich immer Ressourcenprobleme. Wir haben kein Geld oder zu wenig und wir haben vor allen Dingen gerade jetzt das Problem, deutlich zu wenig aktive Leute zu haben, die im Wahlkampf richtig Stunden klopfen. Deswegen müssen wir vor allen Dingen effizient werden. Ja, also effektiv ist mit Kanonen auf Spatzen schießen, effizient ist das Ganze mit einer Zwille zu erledigen. Aber Guerilla-Beam. Ja, also der Christian aus Dresden, ja, von Landesverbänden, die sie haben, und beim Christian. Bewirkt unheimlich viel, macht viel Spaß, trägt nur die Kamera, die Linsen und das Objektiv und die Lichtdinger rum. Macht viel Spaß abends, man kann viel bewirken und kann ich nur empfehlen. Ja, also jede Aktion ist gut, weil sie mehr bringt als nichts im Normalfall, also außer brauchen wir nicht weiter vertiefen. Aber sowas ist klasse. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von Guerilla-Marketing. Anstatt einen Infostand zu machen, oder gerade wenn ich wenig Ressourcen habe, lieber zwei Leute mit schön oranger Jacke einmal durch die Fußgängerzone schicken zum direkten Beflyern, ohne Infostand. Das braucht ihr nicht anmelden im Normalfall, weil ihr seid ja nicht an einem Infostand, ihr lauft ja nur durch. Und ihr findet fast immer irgendwo vor der Pommesbude oder an der Bushaltestelle oder irgendwo Leute, die warten, die mit Freude euch die Flyer abnehmen. Und zwei Leute, die also schon besser immer als Zweierteam auch einfach, dass wenn irgendwas passiert, noch ein zweiter Mann dabei, sei es, dass jemand mal ausfallen wird, sei es, dass nachher irgendwas behauptet wird, was nicht stimmt. Deswegen ist Zweiergruppe schon besser als alleine losziehen. Aber das ist sehr einfach. Da kann man auch gerade so Studenten nachmittags, aus 4 Uhr, komm, wir haben eine Stunde Zeit. Irgendwie zweiten Mann einmal durch die Stadt laufen, 500 Flyer verteilen. Andere Sache, die gut funktioniert hat, soweit ich das gehört habe, wir haben es bei uns auch gemacht und ich fand, bei uns hat es auch funktioniert, aber ich habe jetzt kein messbares Ergebnis. Motiviert eure eigenen Leute, die zum Stammtisch kommen. Nicht jeder hat Bock, stundenlang Wahlkampf zu machen. Aber wenn ihr Flyer-Pakete vorpackt oder sie mit zum Stammtisch nehmt, zu sagen, kommt, jeder, der hier ist, nimmt 20 Flyer mit für seine Nachbarn. Ja, heißt, ihr habt an 20 Stellen schon mal wieder eine halbe Straße gepflastert. Und das ist eine Arbeit, die eigentlich fast jedes Mitglied, was regulär zum Stammtisch kommt, man kann das sogar noch weiter
weitertreiben. Man kann sogar seine Mitglieder anschreiben, ihnen das zuschicken und sagen, hier hast du 15 Flyer, ist wieder eine Geldfrage. Ne? Ich weiß nicht, funktioniert nicht überall, aber viele machen es. Sie sagen, ja, na klar, ich bin in dieser Partei, weil ich das für richtig halte. Und mal eben eine Viertelstunde um Block gehen und 20 Flyer einschmeißen. Ja, die Zeit, die habe ich jetzt auch noch. Und schon wieder habt ihr Leute dazu gebracht, dass sie so und so viel Zeit für den Wahlkampf investieren, obwohl sie eigentlich ja keine Zeit haben. Eine Sache, die auch gut funktioniert, ist passive Mitglieder anrufen. Also wir sind nicht die Zeugen Jehovas. Wir haben mit unseren Mitgliedern einen Vertrag. Sie sind Mitglieder. Wir dürfen das, wenn wir bestimmte Datenschutzrichtlinien dabei einhalten. Aber prinzipiell dürfen wir unsere Mitglieder kontaktieren. Auch per Telefon. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie uns das sagen. Können wir ja notieren. Wir wollen ja niemanden ärgern. Aber häufig ist die erstaunte Reaktion: Ach, euch gibt es noch. Ja, schön. Eigentlich könnte ich auch mal wieder zum Stammtisch gehen. Oder ach, ich habe keine Zeit, aber ich spende euch mal 100 Euro für einen Wahlkampf. Ja, das ist eine Zustimmung. Na? Ich weiß auch, dass das nicht bei jedem passiert. Und es gibt auch die Mitglieder, die sagen, was fällt euch ein, mich anzurufen? Da muss man sagen, Entschuldigung, wir haben halt Wahlkampf, wir wollen noch was erreichen, du nicht. Na, da muss man eben gucken. Aber es ist in der Tat so, wenn ihr eine Stunde investiert, um Leute anzurufen und nicht Grundsatzdiskussionen führen, sondern nur mal freundliches Hallo sagen, Mensch, wie sieht's aus, wir haben noch Wahlkampf, hast du nicht Lust zu helfen? Telefonat am besten unter 2 Minuten halten, dann schafft man ganz viele Leute. Ihr werdet feststellen, dass ihr in der einen Stunde mindestens 1 oder 2 Leute im Schnitt erwischt, die dann auch mal wieder ein paar Stunden investieren. Das heißt, ihr habt dann aus einer Stunde 3 bis 5 Stunden gemacht. Einfach ganz trocken gerechnet Manpower, Mannstunden. Ja, hier wäre jetzt eigentlich der Kungler dran. Ich habe jetzt einfach mal die Seite noch ein bisschen geändert, weil was soll ich euch hier die Adresse vom Kungler draufschreiben? Ich bin Ralf Hönicke, ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich bin auch nur Basisgurke. Aber wir haben eine SG-Wahlkampf. Es wäre schön, wenn aus allen Landesverbänden regelmäßig an den Veranstaltungen jemand teilnimmt. Wenn ich richtig informiert bin, Donnerstag, den 13.11. ist das nächste Mal Mumble, 20.30 Uhr. Ja, es gibt einen eigenen Wahlkampfraum. Auch wenn ihr selber akut keine Wahl habt, finde ich es wichtig. Ich habe so oft erlebt, dass die gleichen Flyer oder Arbeiten in verschiedenen Bundesländern mehrfach gemacht wurden. Lasst uns das mehr zusammenfassen. Wenn einer sagt, Mensch, wir brauchen hier jetzt einen Flyer für Familienpolitik, da gibt es irgendjemand, der sagt, oh, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, den könnt ihr gucken. Und dann, ja gut, dann
überarbeitet man ihn doch. Wir haben doch alles. Nur man muss es erst mal wissen, dass die Sachen schon existieren. Es spart unheimlich Ressourcen. Und deswegen hoffe ich, dass ihr alle irgendwo in eurem Landesverband am besten irgendjemanden direkt delegiert, der alle zwei Wochen sich mal die Stunde Zeit nimmt, sich da ins Mumble reinzuhängen. Ansonsten die Seite Pirateninfo, ganz, ganz große Klasse. Also im Wiki entgelagert oder im Wiki versenkt, kennt, glaube ich, jeder. Und da geht ganz großer Dank an Lenny und an Marie, die das mit sehr viel Ehrgeiz und Effizienz betrieben haben. Ich hoffe, dass du auch noch jetzt ein paar Worte dazu zu sagen kannst gleich. Das ist geil. Das ist eine Seite, da kann ich draufklicken, Ansprechpartner. Und ich weiß sofort, das ist der Polgef aus dem Landesverband oder aus dem Kreisverband oder was auch immer. Da ist ein Kalender, da kann ich gucken, was passiert denn dieses Wochenende Piratiges. Es ist richtig schön gemacht. Nutzt es. Es lebt nur davon, wenn ihr eure Informationen weiterreicht. Leni und Marie können nicht alle abklappern und gucken, wo wann eine Veranstaltung ist. Ihr müsst die befeuern. Und sie freuen sich über jede Mail, wo Infos drinstehen. Ja. Also, so. Ich werde das gleich noch mal zwei Minuten erweitern. Ja, also das Schöne ist, Jürgen hat nämlich an vielen Stellen etwas andere Erfahrungen gemacht als ich, und das finde ich wertvoll, weil, wie gesagt, es gibt nicht den einen Weg. Und ich hoffe, dass wir euch eine ganz, ganz große Breitseite geben können von Sachen, die im Wahlkampf passieren, die funktionieren. Ah, okay. Der war nicht so geschickt gewählt. Einverstanden. Nennen wir es lieber Buffet. Ja, ich wollte kurz was zu Pirateninfo sagen. Wir haben ja Pirateninfo-Beauftragungen in allen Landesverbänden, und mein Wunsch ist, wenn ihr Dinge macht, Wahlkampfaktionen macht, Wahlkampfmaterial habt, gebt es bitte an die Personen. Wir haben hier auf Pirateninfo die Kategorie Ansprechpartner, und hier unten haben wir Pirateninfo Beauftragungen. Das wiederum ist dann nach Bundesländern auszusuchen. Dort findet ihr die Person, die für euren Landesverband die Sachen dort einstellen kann. Die Leute, die dort genannt sind, haben alle Zugänge und können dann das Material gleich online einstellen, können Termine einstellen. Es gibt im Webarchiv auch die Möglichkeit, das
hier selber Links vorschlagt. Die werden dann von der Redaktion geprüft, ob es auch wirklich Piraten-Links sind und dann online gestellt. Das ist für uns die Grundidee gewesen, warum wir überhaupt das aufgezogen haben, dass wir einen zentralen Ort haben, in dem wir alle wahlkampfrelevanten Infos finden. Ja, denn wie gesagt, im Wiki ist vieles drin und vieles verloren oder scheint verloren. Hier haben wir eine bessere Übersichtlichkeit und vor allen Dingen sind wir wirklich auf den Wahlkampf spezialisiert. Und Wahlkampf ist immer, ne? Und Dinge neu zu erfinden, die andere schon ausgetestet haben, ist unnötig. Das heißt, da kann man auch gucken, was hat sich bewährt, worauf können wir zurückgreifen, wen können wir ansprechen, wer hat mal was gemacht. Vielleicht kann ich mir von denjenigen noch Tipps holen oder die mit ins Boot holen, weil wir uns ja auch gegenseitig länderübergreifend unterstützen. Im Wahlkampf Baden-Württemberg ist das nächste, oder Hamburg und Bremen, Baden-Württemberg dann. Ja, und das ist auch, glaube ich, gerade in den Zeiten, wo wir jetzt wenige Leute sind, die effektivste Weise, uns stark zu machen. Also mein Plädoyer, was ihr habt, alles, was ihr für relevant haltet, schickt es an uns. Wir stellen das da rein. Denn wir können das nicht alles selber recherchieren. Das habe ich am Anfang gemacht. Ich war den ganzen Tag nur im Netz unterwegs, um Pirateninfo vollzustellen, aber das überfordert auch. Also ich habe auch noch ein anderes Leben und ich habe auch noch andere Projekte. Mittlerweile sind wir so viele, also gibt es an die Leute, damit wir das Ding groß machen. Danke. Ich möchte euch noch ganz kurz was anbieten. Und zwar habe ich über den Vortrag mit Kungler damals mehrere Nächte lang gemampelt, diskutiert, telefoniert. Und ich habe den Vortrag von Kungler unter das Motto gestellt, damals Gefühl statt Zahlen und Fakten. Er hat also den Wahlkampf auf sein Gefühl aufgebaut. Das ist es, wobei ich bei ganz vielen Sachen, das ist nicht so wieder raus. Wir haben bei ganz vielen Sachen die gleichen Einstellungen gehabt. Bei Plakaten zum Beispiel, bei dem Orange und so, die sind wir völlig d'accord gegangen. Ich habe nur mal was gemacht danach, was bei den Piraten eigentlich nicht gerne gemacht wird. Ich habe eine Analyse nach Zahlen und Fakten gemacht. Und zwar hatten wir die Chance,
damals bei den 4 Landtagswahlen, wo wir über 5% waren, bei Landtagswahlen, wo man über 5% war, macht Infratest D-Mark, die Forschungsgruppe Wahlen, die Konrad-Adenauer-Stiftung, die Rosa-Luxemburg-Stiftung und wir Piraten hatten erstaunlicherweise auch einige eigene Befragungen gemacht und daraus konnte man eine super gute Analyse machen, wer uns gewählt hat, warum uns gewählt wurden, was für Altersgruppen uns gewählt haben, ob ich sage jetzt, ob Männlein oder Frauen. Und ich habe das mal alles ausgearbeitet, das ist aber zu lang, um das jetzt hier zu machen. Wer das also mal haben möchte, ich habe leider das, ja, die Folien nicht bei, aber ich könnte es als PDF weitergeben. Und ja, oder ich setze. Weil da sind ganz erstaunliche Sachen. Wir fragen immer, was sind unsere Zielgruppen? Wir fragen uns immer, wer wählt uns eigentlich? Das war bei diesen 4 Wahlen, ich spreche also von den Landtagswahlen Schleswig-Holstein, Saarland, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Also andere Reihenfolge, klar. Und Niedersachsen hat mit einem Schlag 6% verloren. Und dieser Unterschied, der gibt erstaunlicherweise, kann man den auch erkennen, wer gewählt hat, wer wen gewählt hat. Das ist ganz erstaunlich, was wir bei anderen, wir haben bei anderen Landtagswahlen sind überall auch die Prozente hochgegangen, also die Wahlbeteiligung hochgegangen. Und wir haben fast alleine, die Piraten haben alleine diese Wahlbeteiligung, diese Erhöhung der Wahlbeteiligung eingeheimst. Also wir hatten in Berlin, glaube ich, eine Erhöhung von 2%, ich habe es jetzt nicht genau, oder 1,8. Und genau diese 1,8 aller Wähler waren nicht Wähler, die Piraten gewählt haben. Das muss man sich mal überlegen. In Nordrhein-Westfalen war das identisch. Das ging in Nordrhein-Westfalen in 800.000, das waren 800.000 Stimmen. Davon waren 300.000 Stimmen Neuwähler. So, ich sage es jetzt, da mich nicht auf 50.000 fest, hatte ich aber damals. Und das muss man mal alles mit einkalkulieren. Und das wäre also ein Zusatz zu Kungler seinem Vortrag, der einfach, ich habe das dann genau umgekehrt genannt, ich habe das dann genannt, Zahlen und Fakten statt Gefühl. Ja, das ist einfach ein bisschen andere Vorgehensweise. Aber ich denke, die sollten wir uns bei Wahlen, vor den nächsten Wahlen vielleicht nochmal antun. Das war jetzt auch 2,5 Jahre lang alt, aber man bekommt nur Analysen, wenn man über 5% hat. Das ist
das große Problem. Alles, was unter, was wir danach an Wahlen hatten, unter 5%, war null. Mussten wir also selber befragen. Nur mal, wer was haben möchte, kann sich gerne bei mir melden. Ja, ohne dass der Kungler jetzt hier ist, aber ich möchte hier kurz ein bisschen widersprechen. Die Analyse ist richtig, Wähleranalyse, aber die gehört tatsächlich dazu. Das ist jetzt Äpfel mit Birnen verglichen. Denn das, dieser Vortrag hat wirklich, also weil wir hier Zahlen und Fakten statt Gefühle, also ich finde das unfair, das so in Relation zu setzen, weil das sind wirklich zwei verschiedene Dinge. Naja, also ich möchte das bloß klarstellen, weil ich finde das Ding wirklich gut und hätten wir uns wirklich in jedem Wahlkampf strikt dran gehalten, hätten wir wahrscheinlich auch mehr dran gehabt an Prozenten. So viel dazu. Wie ist eure Laune? Wollen wir noch ein bisschen frei über Wahlen sprechen? Ich fände es spannend, weil jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Oder wollen wir den Slot schließen? Ja, der Slot, ich hätte da gerne ein Meinungsbild. Es ist 17 Uhr, okay. Der Slot ist damit zu Ende. Ich würde vorschlagen, keine freien Diskussionen jetzt anzufangen, weil die sind mit 5 Minuten nie erledigt. Ich würde mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du den Slot so kurzfristig übernommen hast. Du hast das klasse gemacht. Vielen Dank. Dann erlaubt mir noch ein Schlusswort. Ich habe eine Bitte. Wir machen das alle ehrenamtlich. Wo gearbeitet wird, passieren Fehler. Wer viel arbeitet, macht viele Fehler. Wer wenig arbeitet, macht wenig Fehler. Wer gar nicht arbeitet, macht keine Fehler. Seid gnädig. Egal was passiert. Auch ich habe hier Fehler gemacht. Ja? Wir werden, egal was Piraten machen, immer irgendwo eine Hanasuppe finden. Aber lass uns nicht vergessen, das Wichtige ist die große Linie. Nicht die Erbsenzählerei. Das, was problematisch ist, ist NSA, Abschaffung von Demokratie und nicht, ob der eine oder andere Pirat bei einer piratigen Aktion vielleicht jemanden gefragt hat oder zwei falsche Worte genommen hat. Seid einfach ein bisschen großzügiger und seht das große Ziel. Danke.